Katzen in oder aus der Transportbox rauszubekommen, ist manchmal echt eine gefährliche Sache. Denn Katzen möchten nicht eingesperrt sein, die nehmen den Fluchtweg, verstecken sich unter der Couch, auf dem Schrank oder fahren auch schon mal die Krallen aus, sodass es blutig wird. Und das ist für alle Beteiligten ein sehr unbefriedigendes Erlebnis. Zum Glück ist heute Carmen da, Carmen Schell von Cat Talk, das ist eine Verhaltensexpertin für das Verhalten von Katzen. Hi Carmen. Hi Sebastian. Die kennt sich super damit aus und heute wollen wir mal fragen, wie können wir das entschärfen? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks? Wie kriege ich die Katze dazu, dass sie mich freudig begleitet? Ja, also zum einen, das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen in der Beratung, weil es so viele Katzenhalter und auch die Katzen selbst belastet und auch oft dazu führt, dass die Tiere nicht mehr zum Tierarzt kommen, wirst du ja auch wahrscheinlich feststellen. Aus Sicht der Katze ist das absolut nachvollziehbar, weil sie in aller Regel nur in diese Box kommt, wenn was Schlimmes mit ihr passiert, nämlich sie geht zum Tierarzt. Wenn du es dir vorstellst, ich würde dich vielleicht einfach mal schwupps entführen und zum Zahnarzt bringen, fändest du wahrscheinlich auch nicht so cool. Hi Sebastian. Hi. Guck mal, ich habe dir ein bisschen Leckerchen mitgebracht. Ah, oh, cool. Die magst du doch so gerne, ja, ne? Ja. Lass sie dir schmecken. Mach ich. Überhaupt kein Problem. Und jetzt zum Zahnarzt. Ah! Okay, ich gestehe, das fände ich richtig scheiße. Aber Carmen, gibt es denn auch vielleicht Punkte, die ich bei der Transportbox falsch machen kann? Oder gibt es da irgendwas, was ich beachten muss? Ja, auf jeden Fall. Also eine gute Transportbox ist die Basis von allem. Da gibt es beispielsweise etwas ungeeignetere Transportmöglichkeiten, wie zum Beispiel Weidenkörbe. Die sind, finde ich, richtig schön. Die kann man sich ganz toll in die Wohnung stellen. Die mögen auch die Katzen, die kuscheln ja total gerne drin. Dafür sind die super. Zum Wohnen. Zum Wohnen, richtig. Aber zum Transport sind die weniger geeignet. Und auch beim Tierarzt, du wirst es wahrscheinlich kennen. Weidenkörbe hat man keine gute Chancen, genau. Man muss die Katzen rausschütteln oder reingreifen. Es ist einfach total unangenehm. Was bei einer Transportbox ideal ist, ist, wenn sie teilbar ist. Das heißt, du hast eine Unterschale, die du hast, die du auf- auseinandernehmen kannst, den Deckel oben drauf, die Türe. Genau wie sowas. Bei der Tasche ist es zum Beispiel jetzt als Vorteil, du kannst sie zerteilen. Du hast ein Oberteil, das kannst du sowohl fürs Training abnehmen als auch für den Tierarzt. Die Tasche als solches ist schön muckelig, also es ist schön weich. Mögen Katzen ja auch sehr gerne. Ja, gut Grip. Und hier hat es den Vorteil, auch wenn sie sich festhalten wollen, es rutscht und wackelt nichts. Ja, ich mag das gerne so. Ich mache die erst auf, dann kann ich erstmal da soweit das Tier grunduntersuchen. Ja. Klar, manche Sachen, da muss ich sie vorausheben, aber ich finde es toll, weil die Katzen sind in der Regel was ruhiger, entspannter, weil sie noch nach das Zuhause noch riechen können. Richtig, absolut. Nicht nur das Zuhause riechen, sondern sie haben auch den Schutz drumherum. Die fühlen sich nicht auf dem Behandlungstisch so wie auf weiter Flur. So ausgeliefert. Ganz genau, wie auf dem Zahnarztstuhl. Das zuckst du gleich wieder. Für diese Einlegung oder für das Festhalten habe ich auch noch einen ganz besonderen Tipp dabei, weil die meisten Transportboxen sind ja eher aus Plastik. Ja, sind glatt. Richtig, sind glatt und die meisten Halter legen da nur ein Handtuch rein, das ist ein bisschen Waschmaschine, Schleudergang. Ein Badvorleger. Ist auch flauschig, ja. Richtig, ist oben flauschig, man kann sich festhalten. Ja. Der Clou ist aber, die Unterseite ist gummiert. Das heißt, du bremst, jawohl. Richtig, wenn du die in die Box reinlegst, rutschen die Katzen auch nicht rum. Wenn du das Tier nicht in der Transportbox untersuchen kannst, dann haben diese Vorleger noch einen Vorteil. Sie sind meistens ein bisschen größer und du kannst das ganze Tier auf deinen Behandlungstisch heben und von dort aus dann behandeln. Es hat dann immer noch seinen Schutz, kann sich festhalten, es hat den Geruch von zu Hause, also ist ein bisschen entspannter und du kommst besser an das Tier ran. Cool. Kann man denn seine Katze noch irgendwie anderweitig, abgesehen von der Transportbox, auf die Reise oder Transport vorbereiten? Auf jeden Fall. Also die Transportmöglichkeit, das ist die Basis. Aber man sollte auf jeden Fall trainieren. Über das Medical Training, du gehst da wirklich schrittchenweise vor, dass du mit der Katze den Einleger, die Unterschale und so weiter alles positiv verknüpfst. Ich nutze da gerne das Klickertraining. Das heißt, die Katze lernt damit, es ist nicht der Vorbote zur Hölle, wenn sie in die Transportbox muss, sondern es ist ein Teil der Beschäftigung, es ist was Nettes. Und der zweite Aspekt ist, der Mensch dahinter ist auch entspannter. Wir für die Katzen sind ja ein wichtiger Sozialpartner und in dem Moment, wo wir Angst haben, wo wir Stress haben, überträgt sich das auf die Katze. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, dass eben der Transport nicht immer mit dem Tierarzt verknüpft wird. Also dass es nicht immer zu jemandem wie dir geht, sondern, und das habe ich mit meiner Katze regelmäßig gemacht, immer wenn ich mit meinem Freund zusammen in den Drive-In gefahren bin, also mal was zum Essen geholt habe, habe ich meine Katze mit eingepackt und die wurde dann über Klickertraining immer wieder belohnt. In der Box im Auto? Ganz genau.
Okay. Und die hat damit dann eben auch gelernt, Auto, Transport heißt nicht immer Tierarzt und komisch, sondern hey, es ist einfach ein Teil von Beschäftigung. Es ist positiv verknüpft und das ist ganz, ganz wichtig. Was sagst du zu solchen Hilfsmitteln? Können sehr, sehr wertvoll sein, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist ganz wichtig, dass die Katze eine gewisse Grundentspannung hat, um überhaupt lernen zu können. Und das ist bei vielen beim Transport nicht mehr möglich. Die sind schon in totaler Panik und da arbeite ich auch gerne mit dem entsprechenden Tierarzt zusammen. Mhm. Ich persönlich fange immer erstmal mit Nahrungsergänzung an. Ja. Ich weiß nicht, wie machst du es? Bei uns auch so. Es gibt so verschiedene Präparate. Das soll eins hier, das ist mit dem Alpha-Casozepin-Wirkstoff. Mhm. Der simuliert so ein bisschen, wenn man, tja, wie soll ich es denn ausdrücken, wenn man gerade gesäugt wird oder gestillt wird, was dann so an Wohlfühlhormonen bereitgestellt werden, dass man sich so ein bisschen wie gerade frisch gesäugt fühlen soll. Problem ist an der Sache, es flutet sehr langsam an. Also ja. Die meisten Katzen müssen es 2 bis 3 Wochen tatsächlich bekommen. Ja. Und das muss man erstmal durchhalten, also vor der Transportgeschichte. Und die meisten denken immer so, ich gebe es 1-2 Tage in einer normalen kleinen Dosis und es wirkt. Und das ist auch meine Erfahrung. Also ich arbeite gerne mit diesen Mitteln. Die Vorlaufzeit ist ein Knackpunkt, aber was auch viele vergessen ist, dass die Standarddosis, die da für Katzen angegeben wird, ist eigentlich eher für den hohlen Zahn. Das heißt, da muss man eigentlich viel, viel höher dosiert rangehen und dann finde ich zumindest, haben die eine ganz gute Wirkung auch mitunter. Wenn man halt die Zeit hat. Ansonsten, es gibt diese Sprays, ich mag die ganz gerne. Das ist so ein Wohlfühlhormon, ein Kopfhormon für Katzen. Was hältst du davon? Kann ein Sahnehäubchen sein, wenn du gut trainiert hast und nur noch so ein bisschen Restaufregung hast. Sind so 2-3 Hübel in der Transportbox, eine wirklich sinnvolle Sache. Wo ich die gerne einsetze, ist zum Beispiel, wenn man seine Wohnung renoviert und das dann alles irgendwie ganz merkwürdig riecht, so. Fühlen sich die Katzen okay. Ja auch nicht wohl. Dann arbeite ich gerne mit solchen Mitteln oder bei Umzügen zum Beispiel. Das ist auch sehr hilfreich. Okay, obwohl es nicht riecht, also dass die Katzen riechen es nicht, sondern die nehmen ja. Nur die Hormone wahr und fühlen sich wohl besser. Und dann gibt es noch das von mir so geliebte Gabapentin. Ist ein toller Stoff, ist für Katzen nicht zugelassen. Das heißt, wir müssen das aus der Humanmedizin für die Tiere umwidmen. Aber ich nehme es ganz gerne, weil es aus so kleinen Monsterkatzen richtig liebe kleine Kuschelkäterchen und Kätzchen machen kann. Deine Erfahrung damit? Ja, also unterschreibe ich absolut. Es wird in der Verhaltensmedizin auch nicht umsonst als Seelentröster für Katzen genannt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass eine Katze mit einer richtigen Angststörung, also wo es nicht um ein bisschen Aufregung geht, sondern die hat richtig Panik vom Tierarzt. Die zumacht. Die komplett zumacht. Die kann auch nicht positiv lernen. Nee. Und da finde ich solche Mittel wirklich hilfreich, damit die Katze überhaupt erst eine positive Lernerfahrung machen kann und auch deine Erfahrung mit Sicherheit, dass sie sich überhaupt behandeln lässt. Ganz wichtig, kurzer Einschub. Bitte nehmt nicht irgendwas aus der Apothekenschublade und gebt der Katze blind, sondern fahrt bitte zum Haustierarzt eures Vertrauens und lasst euch dort etwas verschreiben von eurem Haustierarzt, weil er euer Tier kennt und er weiß ganz genau, was euer Tier verträgt und was nicht. Danke, dass du da gewesen bist. Ich danke dir. Jetzt seid ihr in der Reihe. Wenn ihr irgendwelche Fragen und Lifehacks rund um das Thema Transportbox bei Katzen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Und damit ihr zukünftig nichts verpasst hier bei uns, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal hier bei Tierarzt Tacheles. Ciao. Tschüss.